Es geht weiter. Luigi! Hüpffeldgalaxie. Damit beenden wir diese Folge. Natürlich haben wir da noch... Ja, komm. Wir haben da noch 2 Sterne zu holen. Aber das ist die Belohnung dafür. Was ist Yoshi? Yoshi, okay. Wir fällen direkt schon beim ersten Mal. Typisch ich. Sorry. Einfach die Goombas ignorieren. Das war knapp. Ich hätte fast Yoshi mitnehmen können. Ja, schön, freu dich. Haben unser Leben auf jeden Fall gut dezimiert. Tachchen. Auf jeden Fall schöne Passagen. Die beiden pennen. Sternteil, okay. Na gut, das ist sowieso egal. Okay, das ist doch schon hart. Wenigstens Save Point. Aber letztes Leben. Alter! Game Over jetzt noch dazu? Ach, come on. Gib mal meine DHL-Lieferung. Dankeschön.
probieren wir es einfach. Der ultimative Test. Yoshi konnte ich mitnehmen. Nice. Ciao, Yoshi. Hast mir aber geholfen. Dankeschön. Nächste Etappe. Wolkenspaß. Wenigstens noch gut gerettet. Kurz geputzelt. Aber gerettet. Und jetzt sind wir am gleichen Punkt, wo wir zuletzt waren. Ärgerlich. Es lohnt sich nicht, dahin zu springen. Aber Gott sei Dank haben wir noch ein paar von den extra Leben. Spin lohnt sich hier immer noch nicht. Man wird hier kontinuierlich geprützelt, wenn man nicht schnell genug zum nächsten Sprung ansetzen kann. Da hätte sich natürlich jetzt die Kometenmünze verstecken können. Ja gut, wir sind eins weitergekommen. Du wirst nicht für so viele Stunts bezahlt. Mal davon auszugehen, dass du überhaupt nicht bezahlt wirst.
Gut gerettet, Luigi. Gut gerettet. So, dann wollen wir mal ein paar Hammerbrüder in ihre Schranken weisen. Na gut. Einer hat mich in die Schranken gewiesen. Ernsthaft? Das Ganze bis... Oh. Luigi, mehr Konzentration. Ich sagte doch mehr Konzentration. Ja, ich weiß, ich mache selbst die Fehler. Und Luigi kann übrigens auch einen Dreifachsprung. Der sogar teilweise noch höher ist. Ich habe Luigi Unrecht gegeben. Das wäre mir gerade recht. Du kannst gegen Hammerbruder auch mit einem. Kraftpunkt ankommen. Musst du nur entsprechend danach dich gegen die behaupten? Und dann Münze rauskitzeln. Und mich vielleicht nicht unbedingt von Hammern treffen lassen. Wir haben so viele Münzen und Sternteller, können wir uns jetzt mal kurz mit Power-Ups oder One-Ups eindecken. Wow. Kannst gerne auch mehr Münzen haben. Von denen habe ich auch genug. Kannst auch gerne nochmal Sternteile haben.
Abzocke. Würfellotterie, willkommen. So, ich habe mich mal komplett eingedeckt mit One-Ups. 18 Stück, habe ich gedacht, könnten mal reichen. Heißt wohl nein. Auf geht's! Wir sind mit der Wolkenfähigkeit so weit gekommen jetzt. Ich will mal gucken, wie weit ich damit kommen kann. Nicht weit. Nach X versuchen bin ich jetzt endlich mal wieder hier angekommen, an dieser Stelle. Mit vollem Leben. Mit vielen Game Overs. Und mit dem Ziel, euch alle auszulöschen. Restlos. Nur die wollen sich nicht auslöschen lassen. Endlich sind wir hier wieder angekommen. Ohne einen Schaden wieder zu bekommen. Und ich muss Real Talk sprechen. So oft wie ich hier gecuttet habe, kann ich dir nicht sagen. Kann ich euch nicht sagen. Es waren so viele Game Overs, so viele Deaths. Aber ich will mich nicht beirren lassen.
Es ist kein durchgängiger Run gewesen. Ich will euch auch nicht irren lassen. Und es geht weiter mit dem Sterben. An das Elfenschild angekommen mit 2 Wolken im Gepäck wieder mal. Probieren wir es einfach weiter. Okay, das mit den Wolken Backup ist wohl Geschichte. Okay, gut, das soll anscheinend nicht so sein. An derselben Stelle, an derselben Welle. Ohne Wolken-Backup. So wie es aussieht, mögen die mich nicht so gerne. Deswegen hauen wir hier direkt ab. Auch eine Stelle, die hier sehr nervig ist. Aber Shortcut, Langsprung und einfach hier sich von diesen Magnetdingern anziehen lassen. Wenn möglich, gucken, dass man nicht sich anputzen lässt. Leider müssen wir von hier anfangen wieder. Wir tun uns wahrscheinlich immer wieder hier mal ein bisschen putzen, aber die Abkürzung nehme ich mir gerne wieder. Grundsätzlich tue ich hier ein bisschen viel abkürzen, aber einige Sachen müssen nicht sein. Deswegen gucken, dass man nicht so viele Leben verliert. Ansonsten
muss man halt ein bisschen wagemutig sein, um die Leben wieder aufzufüllen. In dem Fall. Was passiert eigentlich, wenn ich sie alle nicht besiege? Das ist eine berechtigte Frage. Jedoch hoffe ich, dass wir nicht alle besiegen müssen, weil wir haben gerade eben einen verpasst. Aber aktuell zahlt es sich gut aus. Mit einem guten Spin, mit Verzögerung, kriegen wir auch entsprechend hier die Kometmünze. Weg mit dir. Einen weniger. Aber so wie es aussieht, waren wir schon so oft kurz vom Ziel, dass wir eigentlich uns nicht schämen müssen. Wir haben jetzt in dieser Aufnahmesession gerade mal nur noch 15 Minuten gebraucht für alles. Mit ein paar Tote, mit einem Game Over. Aber das Gesamte, was ich gebraucht habe, um hier alles entsprechend aufzunehmen, hat bis jetzt über 2,5 Stunden gedauert. Dieser 241. Stern. Hoffe ich, dass es sich gelohnt hat. Aber wie wir wissen, es kommt auch noch nur Kometenmünzenstern. Brrr. Kometmünzen. Und da ist unser wunderschöner Komet. Weißt was? Ich glaube, Luigi kann seine Ehre wiederherstellen, indem er beim letzten Mal, oder beziehungsweise bei den letzten Versuchen, bevor wir jetzt hier diese Aufnahme erneut gestartet hatten, kann er zeigen, was er kann. Wenn jetzt kommt Risikokomet, dann heul ich. Dann heul ich! Großmeister der Galaxie! Heißt? Was? Konkret? Risikokomet! Oh nein! Luigi! Stell dich an, umgefälligst. Okay, man sollte vielleicht sie nicht unbedingt verschlucken. Stell dich gefälligst an, dass du nicht stirbst. Der Weg ist ein bisschen anders da. Und wir versuchen entsprechend Leben weiterzukommen. Wir kennen den Weg, aber er ist gespickt mit allerlei Fallen. Ich bin froh, dass ich hier noch Yoshi habe. Thank you.
Das nächste wird auch kein Problem sein. Das hier ist in der Regel kein Problem, weil ich meistens eher das Problem hatte, dass ich eher mich immer zu heftig angestellt habe. Hier wird es auf jeden Fall am schwierigsten. Wir müssen gucken, dass wir entsprechend uns ein paar Stellen absichere. Das war relativ glücklich. So, wir sind hier ein bisschen safe. Da hatten wir ein bisschen Glück. Ab die Post. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Und hier ist eigentlich das Schwierigste teilweise. Jetzt. Weil hier hatten wir mindestens immer ein Problem. Aber auch hier benutzen wir die Abkürzung. Und versuchen einfach so gut wie möglich durchzukommen. Was aktuell relativ gut aussieht. Was bisher extrem gut aussieht. Und wir sind eigentlich schon fast am Ziel. Das hier ist das Schwierigste. Aber hier wissen wir, hier müssen wir nur durch. Wir müssen nur durch. Wir müssen nur hinten die wahrscheinlich besiegen. Weg mit dir. Und da haben wir es schon. Und wir starten ganz von vorne. Wir starten verdammt nochmal ganz von vorne. Und ein Fehler reicht aus, um uns alles zu vermiesen. Ergo müssen wir uns verdammt nochmal zusammenreißen. Damit wir nicht unnötig viel sterben. Das wird hier eine harte Arbeit. Und gegebenenfalls ein Akt der Verzweiflung. Dass wir das hier relativ gut hinkriegen, liegt eigentlich nur daran, weil wir Yoshi haben. Auf geht's. Danke dir, Yoshi.
Gute Dienste. Wir machen hier alleine weiter. Alter. So schwierig. Entsprechend hier richtig zu springen, oder wie? Wir haben nur noch eine Backup-Wolke übrig. Jetzt ist die Backup-Wolke fort. Und wir hatten sie nicht mal aktiv genutzt. Das war ein Fehler von mir. Und das war ein Fail von mir. Letztes Leben, Luigi! Zeig, dass du es genauso gut kannst wie Mario. Die erste Etappe schaffst du ohne Mühen. Zweite Etappe. Gilt das Gleiche. Die dritte Etappe ist eigentlich Routine. Und es ist nur taktisches Jump'n'Run. Was du ohne Probleme schaffen solltest. Weil dein erstes Jump'n'Run ist das noch lange nicht. Zwei Backup-Wolken haben wir. Denk dran, erst schütteln, wenn entsprechend die Zeit gegeben ist. Das heißt, mit Long Jumps und mit normalen Sprüngen arbeiten. Aber ein Treffer ist das Todesurteil. Sollen wir es mal mit Mario nochmal probieren? Wir machen uns relativ viel Schweres. Großmeister des Hüpfens ist eigentlich immer noch Mario. Ja, Luigi kann besser springen, höher. Aber wenn es darum geht, ist Mario immer noch am besten. Und nicht umsonst heißt es Schabernack-Komet. Weil er Schabernack treiben möchte. Yeah.
Schaffen wir es? Ich kann's glauben. Ich kann's kaum glauben. Wir haben's geschafft. Wir haben's verdammt nochmal geschafft. Wir haben's verdammt nochmal geschafft. Übrigens, hi. Tagchen, Rosalina. Du bist also derjenige, der alle verstreuten Sterne eingesammelt hat. Ich möchte dir im ganzen Herzen danken. Deine Taten werden die in Geschichte des Kosmos neu geschrieben. Möge der Glanz der Sterne für ewig auf dich scheinen. Danke, Rosalina. Und wir haben diesen 242. Stern endlich geschafft. Ihr könnt nicht glauben, wie lange ich da hingearbeitet habe. Es hat jetzt knapp 2 Monate gedauert, bis ich diesen Stern habe. Sieht man unten an der Zeit.
Und wir haben hiermit alle Galaxien endlich komplett. Und wir haben eine neue Nachricht bekommen. Dankeschön. Ich glaube, ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Das wollte ich euch eigentlich nicht verheimlichen. Wir haben ja hier noch so einen wunderschönen Brief bekommen. Grüß dich, LPCRG. Du hast unglaublicherweise wirklich alle Sterne dieses Spieles gesammelt. Diese glanzvolle Leistung verdient ganz besonders intergalaktische Glückwunsch. Wir danken dir, dass du dieses Spiel bis zum allerletzten Ende gespielt hast. Du bist ein würdiger Galaxie-Großmeister von allen Mitwirkenden an Super Mario Galaxy 2. Gesamte Spielzeit 33 Stunden und 30 Minuten und 29 Sekunden. Gumbert. Tja, Rosalina ist auch jetzt mal da. Und es tut mir leid, dass diese Folge so ewig dich so unglaublich lange gedauert hat, bis sie endlich kommt. So, hast du noch was zu sagen? So. Hier ist alles kompletto. Wir gehen in die... Warte. Weltkarte. Komplett, 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 komplett. Wir haben das Spiel komplett durchgespielt. Nach Mario Galaxy 1 haben wir jetzt Mario Galaxy 2 komplett durchgespielt. Wir schauen uns hier nochmal die Stats an. Alles komplett durch. Und es macht übrigens keinen Unterschied, ob man mit Mario oder Luigi die Mission durchgespielt hat. Und ich hatte noch gedacht, es kommen noch Schabernack-Kometen. Luigi! Wir haben es geschafft! Luigi! Da macht er doch gleich direkt Freudensprünge. Willst du auch nochmal mit Rosalina sprechen? Alter, ich bin so froh, dass das endlich geschafft ist. Wir schreiben den 13.07.2023. Ich hab's geschafft, dieses Spiel zu beenden. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Vielen Dank für Ihre großzügige Geduld, dass ihr so lange gewartet habt. Und sorry für den Cliffhanger in der letzten Folge. Aber ich wollte diese zwei Sterne in eine Folge packen. Freut euch auf einen kleinen Zusammenschnitt mit den meisten Fails der letzten zwei Sterne. Haut rein. Ciao. Mit Wahr. Jo.